Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zwischenengeln und Teufelnbox von Beerdigung. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch der Link zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zwischen Engeln und Teufeln von Beerdigung, das Ganze aus dem Jahr 2012. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. So sieht das aus. Wir haben es hier, wie man unschwer erkennen kann, mit einer Box in Sargform zu tun. Also das muss ich ehrlich sagen, habe ich auch noch nie zuvor gesehen, dass man eine Deluxe-Box in so einer Form gestaltet hat. Also hier wirklich einen Sarg als Box genommen hat. Hier oben lesen wir einmal 666 Limited Boxes, darunter Beerdigung. Und dann haben wir hier passend zum Albumtitel, der da heißt Zwischen Engeln und Teufeln, so etwas abgebildet. Also es ist irgendwie so eine Fusion aus einem Engel und einem Teufel. Die Flügel, generell so das Outfit, erinnert natürlich sehr stark an einen Engel. Aber hier dann der Kopf und die Hörner und auch hier so ein bisschen die flammende, die lodernde Flamme, die hier noch drüber ist. Also das erinnert dann doch eher an Teufel. Und ja, passendes Cover, passendes Artwork zu diesem Titel. Das Ganze ist dann hier noch so in Rot und Braun gehalten. Es sieht so aus wie so alte Bretter, also wirklich in so einer Sargoptik gehalten, das Ganze. Hier auf der Seite wechseln die Bretter dann ins Gräuliche, so dunkelgrau. Hier lesen wir dann wieder Beerdigung zwischen Engeln und Teufeln. Auf der linken Seite ebenso. Und auf der Unterseite, auf dem Sargboden, haben wir hier einmal einen Sticker, hier lesen wir Beerdigung Special Edition Box Contains, also hier ist aufgelistet, was sich darin befindet. Eine Sargbox, Fahne, Sturmfeuerzeug, Button, Aufkleber, Autogrammkarte, CD, alle Artikel made by One Trade Germany. Das Ganze ist erschienen über Rookies und Kings. Und hier oben haben wir dann auch noch einen Sticker, und zwar ist dieser der Nummerierungssticker. Hier lesen wir Limited Fanbox 198 von 666. Also das hier, was wir vorhin zur Kenntnis genommen haben, 666, das ist tatsächlich die Auflage, die Gesamtauflage der Box. Und meine Box ist in diesem Fall eben Nummer 198. Ja, gefällt mir gut, dass man das hier so transparent gestaltet. Einerseits die Gesamtauflage bekannt gibt und auch das Ganze durchnummeriert. Das würde ich mir häufiger wünschen. Wir schauen mal hinein. Der Deckel ist wirklich so abnehmbar wie bei einem Sarg. Also auch hier innen alles in dieser Sargoptik, in dieser Brettoptik gestaltet. Dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine Fahne. Das Album an sich. Das Sturmfeuerzeug. Einen Sticker. Die Autogrammkarte. Und dann ist auch noch ein Button dabei. So, von innen ebenfalls wieder in dieser dunkelgrauen Bretteroptik. Sehr schön. Dann packen wir das Ganze mal wieder zusammen und zur Seite. Und nachdem hier die Fahne noch in Folie ist, werden wir die hier mal aus der Folie holen. Und dann starten wir auch direkt mit dem Album an sich. So sieht das aus. Zwischen Engeln und Teufeln von Beerdigung. Das Ganze aus dem Jahr 2012. Es ist das dritte Album der Band Beerdigung. Und wir haben hier wieder das Artwork sehr ähnlich wie auf dem Sarg. Nur eben hier nicht mehr diese Holzbretter, sondern mehr so einen roten Schimmer. Also so rote Streifen, die hier so vom Zentrum aus weggehen. Auf der Seite lesen wir den Bandnamen plus den Albumtitel plus die Katalognummer von Rookies und Kings. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 14 Stück sind es geworden. Darunter haben wir auch wieder die Credits und einen Barcode. Dann haben wir hier wieder dieses Engels-Teufelswesen, also diese Fusion. Dann werfen wir mal einen Blick ins Innere. Wir haben hier einmal ein Booklet. Da schauen wir mal hinein.
Jawohl. Also wir haben hier einerseits mal die gesamten Lyrics. Bedeutet, hier ist wirklich Track für Track, Wort für Wort alles abgetippt. Und das Artwork wird hier hauptsächlich von Sergen gestaltet. Jawohl. Also sehr textlastiges Booklet. Sehr schön. Dann haben wir hier eine Doppelseite und hier haben wir die vier Bandmitglieder in jeweils einem Sarg liegend. Also hier die vier Herrschaften mit ihren Spitznamen, also bürgerlich oder ich sage jetzt mal der reguläre Vorname wäre in diesem Fall Julian, Sven, Tobias und Jonas. Und hier haben wir dann eben die Spitznamen plus die Funktion, also Gitarre, Bass, Gesang und Drums, also Schlagzeug. So, was haben wir hier noch? Weitere Lyrics, weitere Tracks und auch weitere Särge. Jawohl. Und dann nochmal ein reguläres Foto der Band. So schauen die vier Herrschaften aus. Und dann zum Abschluss noch die Credits zum Album. Da kann man dann nachlesen, wer produziert hat, wer da mitgewirkt hat, Mixing, Mastering, all das steht dann hier drin. Gut, hier zum Abschluss gibt es dann nochmal die Tracklist. Und hinter dieser Stecktasche, wo sich das Booklet befunden hatte, haben wir dann hier nochmal einen Beerdigungsschriftzug und die vier Herrschaften, die hier wieder in ihren Särgen sitzen in diesem Fall. So, dann packen wir das Booklet zurück. So sieht dann die CD aus. Auch hier wieder dieser Teufelsengel. Und hier noch ein leerer Sarg. So, jetzt würde mich interessieren, weil hier ist ein Text drinnen. Ist verdammt schwer zu lesen, weil natürlich hier genau in der Mitte ist die Halterung. So, ich probiere es mal ganz kurz zu lesen. Also hier steht, und so kniete ich nieder, die Hände gefaltet zum Gebet, während sich die Erde um mich herum spaltete und es Feuer... Ja, ist die Frage, was denn hier steht. Feuer vom Himmel herabregnete. Ich bat um Erlösung. Ja. Also hier bin ich jetzt ins Stocken gekommen. Hier steht dann, ich bat um Erlösung. Dann geht es weiter mit, ich wollte raus, doch zwischen... Doch zwischen Engeln und Teufeln finde ich mich. Beerdigung 2012. Okay, also es dürfte wohl kein 1 zu 1 kein Bibelzitat sein, sondern eventuell eine Songzeile, eine zitierte Zeile aus einem ihrer Songs. Genug vom Album. Dann haben wir mit dabei eine Fahne. Die ist recht groß. Jawohl. Boah, die ist riesig. Und zwar haben wir hier den Namen der Band. Also die Fahne ist in dunkelgrau und rot gehalten. Und dann haben wir hier im Querformat den Schriftzug BR. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs lesen. Beerdigung in schwarz-weiß. Und hier oben dann auch noch den Adler in schwarz und weiß, ansonsten eben hier rot-grau und wir haben dann in den Ecken, sowohl hier links als auch, wo haben wir es, rechts, zwei Metallösen, die aber wirklich nur an den oberen Ecken sind. Also unten ist das Ganze hier ohne, bedeutet man kann das Ganze dann hier an den oberen Ecken fixieren und aufhängen und wir haben es hier zu tun mit One Trade, das haben wir schon zur Kenntnis genommen vorhin auf der Box und hier lesen wir 100% Polyester. Gut, dann packen wir die Fahne mal zur Seite und kommen zum nächsten Boxinhalt. Wir haben hier mit dabei ein Sturmfeuerzeug. So sieht das aus, in Silber gehalten. Es glänzt und auf der Vorderseite haben wir das Ganze auch noch geprägt. Also es ist nicht einfach nur aufgedruckt, sondern es ist hier wirklich eingeprägt. Hier oben der Schriftzug Beerdigung und dann hier wieder dieses Teufel-Engel-Fusionswesen. So sieht das aus.
kann man dann natürlich entsprechend befüllen und in Betrieb nehmen. Ein Sticker ist auch mit dabei im Querformat mit der Internetadresse beerdigung.com. Ein Button, auch hier wieder in dunkelgrau und rot gehalten, also vom Design her ähnlich wie die Fahne mit diesem schwarz-weißen Beerdigungsschriftzug plus Adler. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch die Autogrammkarte. Das Foto, das kennen wir schon aus dem Booklet, hier die vier Herrschaften sitzend in den Särgen. Alle vier haben unterschrieben, sehr schön. Und auf der Rückseite sieht das so aus. Einmal Name der Band und einmal das Label. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Autogrammkarte mit der Unterschrift aller vier Bandmitglieder. Dann haben wir diese riesengroße Fahne hier im Querformat mit diesen Metallösen. Ebenfalls im Querformat diesen Sticker hier. Dann den Button. Das Feuerzeug mit der Prägung. Und natürlich das Album an sich mit insgesamt 14 Tracks. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box zwischen Engeln und Teufeln von Beerdigung. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Beerdigung unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.